Wir fangen endlich an, nachdem wir die Hauptstory abgeschlossen haben, mit den DLC-Inhalten. Wir müssen dort hinten die Fähre nach Theben nehmen. Oder, nee, die Fähre zum Sinai. Aber irgendwie geht's um Theben, habe ich gelesen. Schauen wir mal, was uns da erwartet. So, wir springen einmal hier runter. Wir wollen natürlich nicht tauchen. Ach, da können wir auch direkt hier wieder hochklettern. So. Und dann schauen wir mal. Ah, warum laggt das Spiel jetzt schon wieder so? Also mein System ist eigentlich nicht zu schwach dafür. Ich überlege tatsächlich, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, dass ich mein System mal mit in die Beschreibung packe des Videos, damit ihr seht, auf welchem System Entschuldigung, das Spiel ich so suche nach läuft. einem Mann namens Bayek. Dann könnt ihr euch ja daran orientieren Akona und oder so eventuell euer heißt System er. daran anpassen. Nach dem Milan Ich sag mal, mein System ist jetzt mehr so Akona, mittleres Segment, wo ist dies der viel, Negas, ja, das unteres bis mittleres. Es ist jetzt nicht mega high-end, es ist aber auch nicht das Schlechteste. Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, ein Be Quiet Pure Rock 2 drin als Prozessorlüfter. Ich habe ein i5. Da bin ich jetzt total überfragt. Auf jeden Fall habe ich ein Quad-Core drin. Dann habe ich die GTX 1660 Super OC, also die bereits übertaktete Version mit 6 GB GDDR6 RAM. Ja, 16 GB DDR3 Arbeitsspeicher, glaube ich. Da kommen aber demnächst noch 16 GB dazu, damit ich auf 32 laufe. Mein Netzteil ist, weiß ich jetzt gar nicht von welcher Firma. Auf jeden Fall hat 650 Watt. Und genauer ins Detail gehen kann ich da jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht alles im Kopf, weil ich ihn gerade auch erst kürzlich aufgerüstet habe. Aber ich kann es gerne mal in die Beschreibung packen, dass man so einen Orientierungswert hat. Und dafür läuft das Spiel echt super. Man kann ja auch mal in die, in die Performance gucken. Gut, jetzt läuft das Spiel noch nicht so lange. Die Grafikkarte muss erstmal ein bisschen warm werden, damit sie Frames halten kann. Normalerweise habe ich hier nämlich die Linie komplett durchgezogen, schön stabil auf 60 Frames. Allerdings läuft das Spiel nachts ein bisschen schlechter durch die ganzen Lichteffekte, die es natürlich noch erzeugen muss und alles. Da läuft es am Tag wesentlich besser. Aber auf jeden Fall reisen wir jetzt erstmal zum Sinai. Ich bin hier, um dich in Ja, den Sinai. möchte ich. Schwärzester Nacht schläft der Sinai, vom Leid erschöpft. Den Mund voller Asche weinen wir Tränen aus Blut. Wer erlöst uns von der Verzweiflung? Unser Held zieht mit dem Nebel. Lautlos im See bringt unbekannt, unsichtbar, immer unbarmherzig. Hör zu, ich erzähl dir von ihm, der Legende aus Siva, dem Schatten, der Bayek ist. Bayek. Bayek, Bayek, Bayek. Klingt nach einem echten Mann. Assassin's Creed Origins, The Hidden Ones. Das erste DLC von 2. Wir haben eine neue Montur freigeschaltet, der Verborgene.
tatsächlich ist das DLC oder beide DLCs sind für mich komplett blind. Ich habe davon noch nie irgendwas gesehen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was das für uns bereithält. Natürlich werde ich mich hier onscreen mit Nebenkram auch nicht aufhalten. Das mache ich alles offscreen. Ich schaue mal kurz auf die Karte, denn die hier kenne ich noch gar nicht. Mal gucken, wie groß sie ist. Okay, das geht noch. Das sind 4 Gebiete auf Rote See oder Rotes Meer. Da wird es, glaube ich, nicht so viel zu tun geben. Das war ja im Hauptspiel auch nicht so, dass auf den beiden Meergebieten wirklich viel zu tun war. Wenn man ein bisschen langsam war, dann war mal eine Triere oder Triere, so. Das R wird ja deutlicher gesprochen dabei. War mal eine Triere auf dem großen grünen Meer, so rum heißt es. Und das war's dann letztendlich auch. Ich kann ja nochmal auf den Atlas schauen. Ach, jetzt kann ich gar nicht auf die Karte gucken, okay. Gut. Ich kann nicht mal zu der Karte zurückgehen. Natürlich haben wir noch 0%, aber das ist ja logisch. Bei Tal der Könige, was danach kommt, bei dem Fluch der Pharaonen, haben wir natürlich auch noch 0%. Wir spielen natürlich erstmal die Verborgenen durch. So, und ich will gar nicht so viel quatschen. Wir haben wahrscheinlich eine Hauptquest dafür bekommen. Das Land des Türkis. Finde und erreiche das Büro der Verborgenen. Das ist gar nicht so weit weg. Dann rufen wir mal unseren Chocobo. Wenn unser Land eines der Helden ist. Und machen uns natürlich direkt auf den Weg dahin. Und ich muss auf jeden Fall nach dieser Aufnahme definitiv mal meine Jalousie hier runter machen. Die Sonne strahlt mir nämlich übertrieben ins Gesicht gerade. So. Na gut, hier werden wir wohl kaum mit dem Chocobo hochkommen. Dann laufen wir da halt zu Fuß hin. Ich muss mal schauen, wie ich diese Folge zurechtschneide. Die Ladescreens natürlich nehme ich wieder raus, außer halt diese 3 bis 5 Sekunden Dinger. Das jetzt jedes Mal rausschneiden, das ist ein bisschen viel Aufwand. Wobei, da muss ich schauen, mal gucken. Aber ansonsten werde ich hier gar nicht so viel rausschneiden. Weil ich will die Folge für euch ja auch nicht komplett kaputt schneiden. Oh, da haben wir ein neues Symbol auf der Karte, sehe ich gerade. Gucken. Kann Senno uns dazu was sagen? Nein, kann sie nicht. Sehen wir was auf der Karte dazu? Okay, da ist unser Hauptquest. Das wird wahrscheinlich das Büro sein. Das Büro der Verborgenen. Ach nee, Karte hatten wir ja schon. Ach, bin ich bescheuert. Gut, wir haben hier gar nicht so viele Orte zu erkunden. Und die Gebiete sind auch nicht so mega groß. Das ist, glaube ich, relativ schnell erledigt, das Ding. Ich werde die Folgenlänge trotzdem bei maximal einer halben Stunde belassen, wenn ich es schaffe. Und dementsprechend sollten wir, glaube ich, tatsächlich mit dem ersten DLC in ein paar Folgen durch sein. Wir haben selbst die Hauptstory von dem ganzen Spiel, oder von dem Hauptspiel, haben wir in 19 Parts durchgerockt. Das ist schon nicht viel. Ich dachte eigentlich, wir siedeln uns so bei 30 an. Natürlich wird das danach folgende Let's Play von Odyssey wird ein bisschen länger gehen, da Odyssey ja, ich glaube, nochmal 50% mehr Inhalt hat von wie Origins. Schauen wir uns die Sache mal an. Auf jeden Fall steuern wir jetzt erstmal das Büro an. Ich habe nur noch kurz ein Schlückchen getrunken. Achso, und wie ihr übrigens seht, ich bin Stufe 45. Ich habe jetzt doch die Hauptmenüoption genutzt zum Aufleveln. Allerdings hole ich mir trotzdem aus dem Hauptspiel, hole ich mir noch die Isis-Montur, wenn sie so heißt. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Und sowieso erkunde ich da noch die ganze Karte. Ich möchte natürlich auch die ganzen Uplay-Herausforderungen möchte ich freischalten. Was natürlich wieder die Uplay-Punkte gibt, womit
mein Uplay-Level steigt und dementsprechend kriege ich halt auch diese Uplay-Points oder wie sie heißen, ich weiß es nicht genau, wodurch ich bei dem Kauf neuer Spiele spare, damit ich euch auch regelmäßig neue Inhalte zur Verfügung stellen kann. Ich habe zwar noch ein paar Projekte in der Pipeline, aber das kostet natürlich auch alles ein bisschen Geld. Und da ich noch nicht monetarisieren kann, da ich die Voraussetzungen dafür noch nicht erfülle, muss ich das natürlich alles komplett aus eigener Tasche zahlen. Deswegen schaue ich immer, wo kann ich ein bisschen sparen. Es gibt ja Gutscheincodes, dann gibt es diese Uplay Credits oder wie das auch immer heißt. Also ich schaue schon, dass ich frische Inhalte zur Verfügung stellen kann. Gut, Origins ist jetzt 3 Jahre alt, finde ich aber trotzdem noch relativ aktuell, da ja dank Covid-19/Corona alles so ein bisschen irgendwie nach hinten gerückt ist, beziehungsweise nicht so viel released wurde, muss man sich auch mit ein bisschen was Älterem zufrieden geben. Und ich finde, nur weil irgendein Spiel 1 bis 3 oder vielleicht auch 5 Jahre alt ist, ist es nicht komplett veraltet. Die Spiele machen trotzdem Spaß. Nur weil sie älter sind, geht der Spielspaß nicht verloren. Privat spiele ich zum Beispiel gerade auch sehr viel Far Cry 4. Das Spiel ist, glaube ich, von 2014 oder 15 und es ist immer noch ein mega Spiel. So, jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich hier reinkomme. Ja. Hier haben wir zwar das Assassin-Logo, aber da werden wir nicht durchkommen. Ich kann es mal mit einer Fackel versuchen. Bringt aber nichts. Okay. Na komm, nimm die Fackel wieder auf. Wie kommen wir da rein? Okay, da haben wir auch noch ein Fass mit dem Assassin-Logo. Bringt uns auch nichts. Durch die Tür kommen wir auch nicht durch. Das ist ja jetzt blöd. Das fängt ja schon mal echt gut an. Oh, da hatte ich gerade ganz schön. Das war schon kein Frosch mehr, das war schon eine dicke Kröte im Hals. Erkunde die Umgebung, um den Geheimbüroeingang zu finden. Vielleicht finden wir was mit Zenu. Ich denke tatsächlich, wir kommen irgendwie von hinten daran. Okay. Oh, die Sonne blendet auch wie Sau. Ich sehe wirklich nicht viel gerade. Verzeiht mir das bitte. Das läuft im nächsten Part anders. So, wir holen die Fackel wieder raus, rutschen hier durch und sind dann auch endlich dort angekommen. Sprich mit Tahira. Endlich sehen wir mal Assassinen. Ich heiße Kashta. Welche Ehre, euch kennenzulernen, Mentor. Keine Formalitäten, Kashta. Wir sind beide Verborgene. Gut, da haben wir schon mal den Kashta, glaube ich, hieß er, kennengelernt. Aber wir wollen ja mit Tahira sprechen, der höchstwahrscheinlich nicht der ist, sondern der hier im Nebenraum. Okay. So viele Tote. Tahira. Ach, Bayek, den Göttern sei Dank, du bist da. Es klang dringend. Dies sind die Schwerter zweier meiner Verborgener, bei einem Massaker getötet. Man wird ihre als Märtyrer für die Sache gedenken. Das ist Gamilad, Anführer der aufständischen Navatea. Was ist passiert? Unser Rückzug führte durch das Dorf. Die Römer haben uns verfolgt. Ihre Wut an den Bewohnern ausgelassen. Es war ein Gemetzel. Unschuldige Frauen und Männer. Die Verborgenen wollten es verhindern und starben. Sie kannten das Risiko. Ich habe sie den Rebellen zugeteilt. Tahira, was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Schlachten sind nichts für Verborgene. Doch wir können den Rebellen helfen, indem wir den römischen Anführer töten. General Rufio. Aber der ist in Rom. Rufio hat 3 Unterführer hier im Sinai. Diese 3 werden sterben. Fangen wir gleich an. Ich stehe in deiner Schuld.
Wir tun dies für das Volk, Gamilad. Ja, das Volk. Das Volk und ich sind ein und dasselbe. Wir haben verborgen. Okay, das heißt, wir haben drei neue Ziele. Wo die Sklaven sterben. Reiche Makwat am alten Wachturm und noch eine neue Quest, okay. Ich schau mal in die Questliste, das wird mir ganz zu viel hier. Oh, wir haben tatsächlich drei Hauptquests. Ja, moin. 22.500 EP. Ich meine, gut, das reicht trotzdem noch nicht für ein Level up, aber das ist schon eine verdammte Menge. 15.000 und nochmal 15.000. Gut. Ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen den am nächsten gelegenen Questpunkt. Sprich mit Tahira am Steinbruch Außenposten. Dann machen wir uns auf den Weg. Hier können wir noch eine Nebenquest mitnehmen. Doch der Schatten ist verschwunden. Vielleicht ist es zu spät für ihn. Er wollte vor Tagen zu einem Handelsschiff im Hafen gehen. Und da wimmelt es von Römern. Es wäre schade um ihn. Er gibt alles für das Volk. Das ist immer noch voll drin, dass ich, wenn ich privat spiele, dann überspringe ich halt die meisten Sequenzen, außer bei der Hauptquest. Deswegen habe ich gerade versehentlich den Dialog halbwegs übersprungen. Aber es war ja Gott sei Dank nur die Nebenquest, es war keine Hauptquest. Das ist halt wirklich noch Gewohnheit. Ich glaube, ich habe jetzt 4 Tage Aufnahmepause gehabt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass jetzt auch die Aufnahme nebenbei noch läuft. So, wir sind hier schon fast wieder an unserem Zielort angekommen. Oh, ich bin überrascht, wie gut das Spiel jetzt auch in der Nacht läuft. Schau mal kurz in die Performance. Ja, mittelmäßig. Oh, da haben wir einen ganz schönen Drop gehabt auf 4 Frames. Ha. Also die Performance-Anzeige sagt... Oh. Aber wenn ich das so optisch sehe, läuft das Spiel echt gut. Verstehe ich nicht. Na gut. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ah, Bayek. Es wird Zeit, Rufios Unterführer auszuschalten. Tacitus hält sich oft hier über dem Steinbruch auf. Ist ein brutaler Aufseher. Täglich statuiert er Exempel an seinen Arbeitern. Mieser Wichser. So, dann holen wir uns diesen Tacitus. Ich bin wirklich froh, dass wir mittlerweile in sehr modernen Zeiten leben und nicht im alten Ägypten. Ich meine gut, man hat früher andere Ansichtsweisen gehabt und so, aber ja, wenn ich überlege so, chillen vom PC, ein bisschen zocken, dies, das. Ja, und früher hast halt irgendwie Steine durch irgendeine Grube geschleppt und nee, muss ich nicht haben. Nein, danke. So, ich würde mir gerne da unten das Zedernholz holen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, komm, den kriegen wir doch. Ideal. Na komm, raus da. Raus dabei. Rauf. Mensch. Mach. Oh. Haben wir... Oh, wir haben ihn natürlich nicht getroffen. Ach komm. Ja, ich kann hier natürlich auch meinen... Alter, das habe ich aber richtig verkackt jetzt zum Anfang direkt. Scheiße. Gut, dann müssen wir uns halt hier durchmetzeln. Alter, wie ich von hinten übelst mit Pfeilen penetriert werde. Was geht denn mit dir nicht? So, er ist da. Er auch. Sehr schön. So, ich hätte gerne meine Pfeile wieder. Dankeschön. So, jetzt müssen wir die Sache ein bisschen sachter angehen. Ich sehe nämlich laut Timer. Ich habe eine Menge gequatscht in der Folge. Wir sind schon wieder fast am Ende. 5 Minuten haben wir noch.
zumindest haben wir dann die 25 Minuten voll. Ich setze den Timer immer ein bisschen geringer an als die Folge, weil ich weiß genau, dass ich fast immer überziehe nach dem Timer. So habe ich nämlich halt meine 25 Minuten Timer und dann habe ich noch circa 5 Minuten Spielraum, damit ich nicht zu lange Folgen produziere. So, den kloppen wir auch noch weg hier. Da stehen sie alle schön in Reihe und da haben wir unser Ziel. Boah, dann könnten wir von hier mit schönen Headshot wegmähen, aber da kam der Typ hier uns in die Quere. Na, wo geht er lang? Okay. Oh, Attentat. Einmal weg assassinieren. So, dann nehmen wir die Reihe von Gegners noch weg. Zack, down. Den kriegen wir nicht. Er steht nur rum. Ach komm. Komm jetzt. Ja, natürlich. Ach, doch noch getroffen. Sehr schön. So, dann veranstalten wir hier noch ein kleines Gemetzel. Komm. Digga. Also das mit diesem Combo-Angriff haut manchmal echt nicht so hin. Eigentlich soll ich nach einem leichten Angriff die linke Maustaste gedrückt halten und führe dann damit diese Combo aus, aber das haut ja mal gar nicht hin. Hauptsache bin ich fast tot, Alter. So, er ist down. Oh, da ruft nicht wirklich einer versteckt. Scheiße. So. Das ist schon tatsächlich eine andere Sache, so mit Gegnern auf Level 40 hier. Auch wenn ich schon 45 bin. Das ist ja... Ich habe noch nicht geskillt. Tatsächlich habe ich das noch vergessen. Ich habe ja den Sprung von 38 auf 40 gemacht. Na komm. Trau dich. Ach komm. Ja, dann bleibst du halt da hinten. Aber das werde ich mal direkt nachholen. Ich habe 8 Fähigkeitspunkte. Was haben wir hier? Gunst von Osiris. Im Jenseits halt erhältst du im Laufe der Zeit Pfeile und Hilfsmittel zurück? Wenn ich sterbe dann, oder was? Huh. Auf jeden Fall nehmen wir den. Meister im Luft anhalten. Tierdomteur. Nee, ich töte die Tiere lieber, als dass ich sie irgendwie dressiere. Nebelwandschaden brauchen wir auch nicht. Unter dem Ladentisch. Ich kaufe keine Ausrüstung. Ich verbessere meine nur immer weiter. Schlafpfeile brauchen wir auch nicht. Verbesserter Jagdbogen. Brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Adlerangriff. Nö. Verbesserter Schieß mehr Pfeile ab, bevor du nachladen musst. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Jagdinstinkt. Kannst du... Ja, um ihre Bewegung. Nö, brauchen wir auch nicht. Kettenattentat. Nee. Dann knalle ich das alles beim Krieger rein. Dann werden wir ja auch nochmal ein bisschen stärker. Dicker. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Kommt er jetzt nochmal zurück oder was? Tatsächlich. Der kommt euch nochmal zurück. Na komm. Na komm. Und damit haben wir es. Ich glaube tatsächlich, dass wir nur das Pferd getroffen haben. Sonst hätte es EP gegeben. Das Leuchtfeuer wurde doch schon entzündet. Mensch, hör doch auf jetzt. Rüber da. Rüber. Oh, hol ihn dir doch. Nicht da hoch. Manchmal ist die Steuerung auch wirklich, ne? Da kommt Sprungangriff. Zack. Und down. Gucken, ob der andere jetzt hinterherkommt. Nein, die bleiben beide hier oben stehen. Na, jetzt geht er runter, genau. Macht auch super Sinn. So, kommt er jetzt wieder hoch.
Scheinbar nicht. So, jetzt muss ich tatsächlich wirklich mich mal ein bisschen beeilen. Wir sind schon eine halbe Minute über dem Timer. Und ich habe das Lager noch nicht mal ansatzweise fertig. So, hier hauen wir den Adrenalinangriff raus. Down. Da haben wir schon den ersten Schatz. Ja, komm. Schrei mich nicht so an. Das ist unhöflich. Digga, nicht von hinten. Und ohne Treten. Bam. So, da ist der Schatz. Direkt hier rein. Plündern. 3 Kohlenstoffkristalle. Nice. Na komm. Komm, wenn du so eine große Fresse hast, dann kassierst du auch. Den haben wir gut gemacht. So, da haben wir schon mal einen der Hauptmänner. Oh, ich habe noch nicht genug Adrenalin. Aber jetzt. Digga. Erstmal schwächen oder direkt komplett wegklatschen. Bam. Und tschüss. So, da direkt auch ein Schildsturm rauf. Zack, zack, zack. Stolzer Magi. Wir haben ein Abzeichen freigeschaltet. Nice. Wir haben The Henker, ich weiß nicht, warum es in Englisch da steht, haben wir ausgeschaltet und haben damit das erste Ziel weg. Haben wir eine Zielkarte? Nein, die ist noch vom Hauptspiel. Gut, wir machen trotzdem erst noch dieses Lager fertig. Was ist das da hinten? Sag bloß, wir haben hier auch wieder Phylakitei. Schatten des Südens, Stufe 45. Ich glaube tatsächlich, wir haben hier wieder Phylakitei. Da ist noch einer. 45. Oh. Haben wir dazu eine Quest? Neben? Nee, das ist alles fürs Hauptspiel. Blablabla. Ah, wie wir 36 Nebenquests haben. Ja, leck mich am Arsch. Ach, wo ich es gerade sehe, Bayeks Versprechen. Ich muss die unbedingt noch fertig machen, die Steinkreise in Ägypten, damit wir die Isis-Montur endlich bekommen. Aber die Karte ist groß. Die normale Hauptkarte von Origins ist sehr groß. So, ein Schatz fehlt noch. Den müssen wir erst noch freilegen. Da haben wir ihn. Gut, dann holen wir uns den Kommandanten und den letzten Schatz. Ist auch richtig hier, ne? Oder? Da ist der Schatz. Na komm, können wir auch die Felswand hochklettern. Oh, wir sind schon fast bei 5 Minuten Überzug. Ich meine, mit dem Rausschneiden der Ladescreens und so kriegen wir wieder ein bisschen Zeit eingespart. Aber ich möchte die Parts halt nicht zu lange machen. Meine Watchtime ist so schon für den Arsch. Beziehungsweise meine Klicks. Aber ich habe ja auch erst 30 Abonnenten. Aber es muss ja nicht noch schlimmer werden. So, wo haben wir jetzt? Da ist er. Da ist er. Den holen wir uns. Und sobald wir ihn haben, ist der Part dann auch zu Ende. Wie wir hier nicht durchkommen durch den Scheißzaun. Dann müssen wir halt drüber. So. Aber ich frage mich sowieso, warum er hier außen rumlatscht und komplett ungeschützt ist. Zack.
Ich habe doch eben genug Adrenalin gehabt. Bam! Lager abgeschlossen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bis dahin.